In der Zeit, während den Feiertagen, stehen ja sehr viel in der Küche und der Backofen läuft schon fast durchgehend. Manche backen Plätzchen, andere machen andere Gebäcke und wiederum andere sterilisieren ihre Anzuchterde. Und jetzt momentan während dem Lockdown ist es ein bisschen schwierig, einfach in den Laden zu gehen und Anzuchterde zu kaufen. Aber bald ist ja schon Januar und da kann man schon mit seinen sehr scharfen Chili-Sorten anfangen. Ich werde dann auch ein bisschen auch schon mit den Auberginen beginnen. Und für mich habe ich mich dann auch wieder dieses Jahr entschlossen, meine eigene Anzuchterde zu machen. Und wie ich das zum Beispiel sehe, seine Anzuchterde zu sterilisieren, das erzähle ich euch jetzt in dem kommenden Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Das heutige Thema Anzuchterde bzw. eigene Anzuchterde herstellen, was recht einfach ist und auch sehr kostengünstig. Dafür braucht man auch nicht sehr viele Rohstoffe oder Materialien. Was ich jetzt für meine eigene Anzuchterde genommen habe, ist sehr viel aus dem eigenen Garten. Also das erste ist gut verrotteten bzw. fertigen Kompost. Dann Maulwurferde, die ich in meinem Schrebergarten genommen habe, weil wenn schon die Maulwürfe das aufblühen, kann man es super nehmen. Vor allem, weil die Maulwurferde keine Insekten hat, weil der Maulwurf die natürlich auffrisst und in der Regel auch keine Samen von Kräutern, die ich nicht unbedingt haben möchte, weil er die natürlich von tiefen Erdschichten aufwühlt. Dann habe ich noch Gartenerde hier wirklich vom Garten genommen, also wirklich Mutterboden auch, weil mein Vater den Buchs ausgegraben hat damals und da war halt noch sehr viel Erde mit dabei. Das ist Mutterboden, den er mal hergebracht hat, damit hier überhaupt wächst auf dieser Baustelle, der Lehmboden vor 10 Jahren. Die Erde habe ich mitgenommen und zum Auflockern der Anzuchterde habe ich Sand und Urgesteinsmehl genommen und das einfach wirklich alles zusammengemischt. Also wirklich zuerst den Kompost und die Maulwurferde rein, dann eine Gartenerde von dem Buchs, die habe ich dann auch mit dazu genommen, habe das erstmal alles so ein bisschen vermischt. Die Bestandteile habe ich deshalb genommen, weil da Leben ist, Mikroorganismen. Das ist halt für mich das Wichtige, warum ich auch die Anzuchterde nicht sterilisiere. Ich also die Mikroorganismen Vernichtung jetzt, wenn dann welche sagen, ja, was ist mit den ganzen Pathogenen oder schlechten Mikroorganismen? Das gibt es für mich nicht, dieses Gut oder Böse. Es ist einfach, das sind Mikroorganismen, die haben einfach ihre Aufgabe, genauso wie die Pilze. Und wenn der Samen bzw. die Pflanze auch schon damit in den Kontakt kommt und damit auch harmonisiert, dann wird das auch wirklich eine starke und gute Pflanze. Also ich kenne sehr viele Leute, die einfach nur ihren eigenen Kompost nehmen und da wirklich auch super Pflanzen und kräftige Pflanzen auch heranziehen. In ihrer Voranzucht liegt ja auch wirklich daran, weil sie auch schon mit Leben in Kontakt kommen und wirklich auch die Mikroorganismen, die Pflanzen auch stärken, wenn auch die nötige Frequenz und Harmonie auch mit dabei ist. Deswegen sterilisiere ich auch nicht die Anzuchterde und wenn mal Beikrautsamen mit dabei sind, dann nehme ich das natürlich auch gerne in den Kauf. Für mich ist natürlich auch sehr wichtig bei der Anzuchterde, warum ich das Urgesteinsmehl und den Sand mit eingemischt habe. Den Sand habe ich mir natürlich zugekauft. Das ist das Einzige, was ich mir hier mit angeschafft habe, ist einfach der Grund, um halt die Anzuchterde locker zu halten. Also dass die halt wirklich nicht, wenn sie mal austrocknet, so steinhart wird, weil die Pflanze oder die Jungpflanze soll natürlich auch gute Wurzeln bilden können und je locker die Erde ist, desto besser. Deshalb nehme ich halt gerne noch Sand und das Urgesteinsmehl, um einfach so eine fluffige Erde zu bekommen. Manche nehmen halt das Kokossubstrat. Kann man nutzen. Ob das jetzt umweltfreundlicher ist, muss jeder selbst für sich entscheiden, beziehungsweise naturfreundlicher. Das Kokossubstrat finde ich nicht verwerflich, das zu nutzen. Torf, da möchte ich mich auch raushalten, wenn halt Sümpfe trockengelegt, muss auch jeder für sich selbst entscheiden, ob er das nutzen möchte oder nicht, um die Flüssigkeit besser zu speichern. Deshalb nehme ich halt meinen Kompost, nehme halt auch, wie gesagt,
die gute Gartenerde und lockere das ein bisschen mit Quarz, Sand und Urgesteinsmehl auf. Das sollte dann optimal sein, auch für die Wasserspeicherung. Sollte auch nicht so verdichtet sein vom Lehm. Zum Beispiel, wie hier Lehmboden haben, dass da jetzt das Wasser staut. Ich habe auch von anderen Menschen gehört, dass sie auch Pferdemist mit ihrem Kompost mit einarbeiten oder schon gut verrotteten Mist mit Gartenerde und Kompost mit anmischen, einfach um diese fluffige Erde zu bekommen. Also es gibt hier viele verschiedene Methoden für Anzuchterde, also lasst euch da auch bitte nicht verwirren. Man muss sich Anzuchterde kaufen, sie soll nährstoffarm sein, sie sollte die Eigenschaft haben, sie sollte das haben. Also für mich, die habe ich ja auch schon erwähnt, grundlegendste Eigenschaft ist halt fluffig, locker und gut die Wurzeln bilden. Für mich ist absolutes Muss diese ganzen Mikroorganismen, die mit dabei sind, die auch mit in der Symbiose von der Pflanze einhergehen. In diesem Sinne möchte ich es auch damit belassen. So stelle ich meine eigene Anzuchterde her. Soll auch für euch eigene Impulse sein. Probiert das bitte aus. Also glaubt mir nichts, hinterfragt es, probiert es einfach aus und glaubt auch nicht verschiedenen Leuten im Internet. Einfach selbst seine eigenen Erfahrungen machen, hinterfragen und bitte auch nicht verurteilen, nur weil ich sage, das wäre jetzt nicht wissenschaftlich belegt oder sonst irgendwas. Einfach macht bitte eure eigenen Erfahrungen. Sonst freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne könnt ihr den Kanal auch kurz Freunden, Bekannten und Familien empfehlen. Und natürlich findet ihr auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Videobeschreibung oder auf meiner Webseite. Viele verschiedene Möglichkeiten, damit ich einfach weiterhin für euch das Projekt am Laufen erhalten kann, für euch weiterhin Videos machen kann und meine eigenen Erfahrungen jetzt in Bezug zum Permakulturprojekt Peace einfach mit euch teilen darf. In diesem Sinne wünsche ich euch wunderbare und erfreuliche Festtage, genießt das neue Jahr, genießt jeden Tag einfach, fängt auch bald wieder mit der Anzucht an, habt damit auch Spaß und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.